Sonntag, 20.15 Uhr. Ladies and gentlemen, 40 years of Black Dollars. Peace and love. Rockpalast ist mittlerweile eine Institution und das ist wunderbar. Es war wirklich unser allererstes Konzert in Deutschland und es war unglaublich. Den ersten Rockpalast habe ich versäumt, wusste ich nicht, was das war. Dann hat aber jeder gesagt, ja, das musst du unbedingt hier reinziehen. Und dann war das natürlich kein Halt mehr. Mein Vater hatte so einige Folgen Rockpalast immer aufgenommen auf VHS, die habe ich mir dann nochmal reingezogen. Sissi Top. Police, ne? Und das wurde dann halt live übertragen, ohne... Ja, ohne Netz und doppelten Boden. Ist ja fantastisch. Die Rockpalast-Show, die live übertragen wurde, war ein großes Ding für uns. Wir wachten am nächsten Morgen auf und Deutschland gehörte uns. Hier sind wir nun und feiern 20 Jahre Rockpalast. 40. Gott, das Doppelte, wow. Wow. 40 Jahre, oder? Verdammt. Wo sind sie hin? I feel so awesome. There is no other. Und das Besondere an diesem Rockpalast war, dass ihr uns so gefilmt habt, wie wir waren. Das haben nicht viele gemacht, vor allem nicht live. Denn bei uns passiert viel auf der Bühne. Aber ihr habt uns so gut eingefangen, dass wir bekannt wurden in eurem Land. Ohne euch hätte Deutschland uns nie kennengelernt. Und umgekehrt. Ich fand das so toll, dass viele nicht nur Amerikaner, sondern Engländer gesagt haben, also so eine Sendung gibt es bei uns überhaupt nicht. Ja, das war schon toll, dass man das in Deutschland geschafft hat, so eine Sendung live und dann ohne Sicherheit. Man wusste nie, was da passieren würde. Ich hätte nicht gedacht, dass das je existieren würde. Tagesschau, Wetterkarte, Wort zum Sonntag, Rockpalast. Meine Damen und Herren, der Westdeutsche Rundfunk überträgt nun im Rahmen der Eurovision aus der Grugerhalle in Essen live das Rockpalast-Festival. Peters Idee war, dass er gesagt hat im Vorfeld, wir bieten das der Eurovision an und zwar umsonst. Und 7 Länder stiegen ein. Vom Rockpalast-Festival aus der Grugerhalle in Essen begrüßen wir unsere Zuschauer von Gibraltar bis zum Nordkap. Und parallele Stereophonie im Radio, weil das Fernsehen war ja noch nicht stereotüchtig um die Zeit. Und das war der Knaller für die Leute zu Hause, aus diesem Fernseher, also aus dem Medium rauszugehen und sich ihr eigenes Ding aufzumachen und laut aufzudrehen. Das waren ja damals richtige Feten. Man hat sich ja verabredet zum Rockpalast nachzugucken. Der eine hat Kartoffelsalat mitgebracht, der andere hat Würstchen, der andere hat Bier und Softdrinks und alles Mögliche. Irgendwo in irgendeinem Wohnzimmer hat das dann stattgefunden. Wir wissen zum
zum Beispiel, dass unheimlich viele Partys heute Abend eben aus diesem Anlass gefeiert werden. Einige haben ihre Eltern, wie wir das empfohlen haben, zu Verwandten geschickt. Oder was noch viel besser ist, die Eltern gucken auch mit zu. Guten Abend. Es gab ja nichts Vergleichbares. Die Mondlandung war das erste, was so weltweit übertragen worden ist. Ja? So. Und so sind wir auch. Also ich bin völlig naiv da reingelaufen. Ich habe mir in die Hosen geschissen. Ich konnte nicht schlafen. Und weil mir das plötzlich bewusst wurde, ne? Da ist Strom drin, habe ich plötzlich gemerkt. Oh Mann, es gibt überhaupt keinen Zweifel. Der Druck steigt ständig hier in der Grugerhalle in Essen beim Rockpalast Festival. Übrigens sehen heute Abend nahezu 20 Millionen Rock'n'Roll. Und das ist ja schon mal was. Ne? Wir standen da vor einer Aufgabe, von der wir noch gar nicht wussten, welche Herausforderung sie enthielt. Zum Beispiel die Umbauten auf der Bühne, die ja immer relativ kompliziert waren, ne, führte dazu, dass die Umbaupause von Rory Gallagher auf Little Feat 45 Minuten lang war, ne, und man europaweit live nur den Line-Check von Little Feat hörte. One, two, test. Check, 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 test, check, do, do, do. Sonst passierte nichts live. Die sind einfach nicht fertig geworden, die Bühne war nicht fertig. Ja? Und so hieß es immer noch hier, noch ein Einspieler und macht mal was und red mal das und macht mal das. Ja? Sag mal, kannst du dir eigentlich vorstellen, in Österreich nicht, also links auf dem Berg ein Lautsprecher und rechts auf dem Berg ein Lautsprecher, mittendrin das Tal und da sitzen die Leute und haben also vollen Sound. Mann, das ist ein Sound, das kann ich mir schon vorstellen. Das muss man können wollen, ja, da gibt es Talente dafür, aber ich war dieses Talent leider nicht. Little Feat in der ersten Rocknacht war für mich toll. Die waren für mich in meiner eigenen musikalischen Entwicklung sehr wichtig. Und dass das gleich geklappt hat, super. Little Feat war eine Band, die mich damals unglaublich beeindruckt hat. Und da kam Lowell George in einem weißen Overall. Das war's. Na, da sind sie. Das mit denen dürfen wir jetzt, können wir jetzt. Am Ende fielen Christian und ich glücklich aus dem Ü-Wagen, umarmten uns und dachten, wir haben es geschafft. Der Morgen kommt und der Rockpalast geht, but don't forget, it's only rock and roll and we like it and that's really true. Good night, good Nacht alle zusammen. Gute Nacht, guten Morgen. Macht's gut. Have a nice day. Die Wirkung kam erst danach, nämlich am Montag in Deutschland, weil irgendwie alle darüber geredet haben, alle Zeitungen davon waren, voll waren und das war überwältigend. Und das haben natürlich auch alle Programmverantwortlichen mitgekriegt und damit war es klar, es wird eine nächste Rocknacht geben. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zum zweiten Rockpalast-Festival live hier aus der Grugerhalle in Essen. Als die erste Sendung vorbei war, wusste auch niemand, was das eigentlich war jetzt. Und erst als man das zweite Mal angefangen hat, ja, wie machen wir es denn jetzt? Ja, da war das Line-Up nicht richtig gestimmt und so weiter. Und da haben Gott sei Dank die Mother's Finest durch ihre Mischung zwischen Rock und Funk, die haben es gerissen nochmal. Weil die Leute wollten Rock haben, ne? Liebe Freunde, heute bei uns zu Gast, live im Rockpalast, Mother's Finest! All right! Okay! Wir gingen raus auf die Bühne und wir konnten das Publikum nicht sehen. Es war total dunkel. Nur ein paar Lichter ganz hinten. Wir fingen also an zu spielen. Und plötzlich hat einer aus dem Publikum irgendwelchen Müll in die Luft geworfen. Da wusste ich, okay, hier sind wir richtig. We're in the right place. Als ich das Publikum spürte, mir kommen die Tränen. Ja, lass es raus, Schatz. Als das Publikum anfing, mit mir zu singen, das war so stark.
dann so daherkommen, auch mit diesem Showmanship, wann war das? 78 in Deutschland. Man muss sich mal Tagesschau-Ausschnitte von 1978 angucken, dann weiß man, worauf das getroffen ist. Das war einfach damals noch nicht so bekannt. Wochen später haben wir erst bemerkt, dass 6 Millionen Menschen unsere Show gesehen haben. Mother's Finest war vorher unbekannt, also eine richtige gute Funk-Soul-Band, die, glaube ich, an dem Montag nach der Sendung 60.000 Platten verkauft haben. Leute verfolgten uns auf der Straße, als wir zu unseren nächsten Auftritten fuhren. Und sie hatten unsere Namen auf Plakate geschrieben. Alle riefen, Rockpalast, bla bla bla. Wir dachten nur, oh mein Gott, was haben wir getan? Es war toll. Und alle Konzerte danach waren plötzlich ausverkauft. Countdown für den fast schon legendären Rockpalast-Marathon in der Essener Grugahalle. Das ist leider nur die Stimme des WDR-Star-Regisseurs Christian Wagner. Wenn der Countdown lief und dann der Vorspann lief, da hast du richtig gemerkt, dass es vibriert hat, also dass alle wahnsinnig gespannt waren, dass es jetzt losgeht. Spannung bei den Moderatoren Alan Banks und Albrecht Metzger, die den Millionen am Bildschirm und die über 6.000 Fans in der Halle durch diese dritte Rocknacht führen. Die ersten zwei Rocknächte habe ich nicht moderiert. Ich habe mir die Sendung angeguckt. Dann hatte das Gefühl, die wirken nicht wie live auf mich, also was die Moderation betrifft. Und als Peter mich gefragt hat, meinst du, traust du dir das jetzt zu? Und ich habe dann gesagt, klar. But we've got a TV fixed up here. There I am on TV. Okay, get the jokes on. Hey, hey, hey. Peter Wolf, mein Gehirn hat einen Flasche mit. Wir trinken eins dazu. Zu. Prost. Zu, ja. Ich möchte gerne da draußen sein, ein bisschen rumtanzen. Das ist natürlich schwer. Er sagt immer, du kannst nicht tanzen. Du musst hier bleiben und arbeiten. Das stimmt überhaupt gar nicht. Jetzt gehen wir zusammen tanzen. Climbing up on Salisbury Hill. I could see the city light. Blowing time stood still. Eagle flew out of the night. Here was something to observe. Came in close, I heard a voice. Standing, stretching every nerve. Had to listen, had no choice. I did not believe the information. I just had to trust imagination. My heart going boom. There's a lot of interesting things, Peter, about your stage show, I mean, that other people don't do. I mean, for instance, you go actually into the crowd, and I was wondering whether that's sometimes a little dangerous to do something like that. Let me put that in German very briefly. Wir haben gerade gesehen, wie Peter Gabriel läuft durch das Publikum, wenn er live spielt. Und ich habe ihn gerade gefragt, ob das manchmal gefährlich ist. Ja, yeah, it's an important thing to me just to get as close as possible to the audience. And the thing I like about actually going into the audience is no one knows what's going to happen. Ich war sehr froh, dass der Alan endlich da war. Ja? Und wir haben uns dann auch wunderbar aufgeteilt. Ich habe dem dann alles Englische rübergeschoben, weil das dann viel besser aufgehoben war. Die hatten ja je ihre eigene Rolle, hatten ja auch je ihre eigene Ausstrahlung. Na, Alan eben halt diesen englischen Charme, den er hatte, und den englischen Witz auch, ne? Und Albrecht war so ein strengerer Typ, kann man sagen, ne? Der aber auch seine Fans hatte. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, German Television proudly presents, German Television proudly presents, German Television proudly presents, live as our guests in Rockpalast, Southside Johnny and the Esprit Show, DJ Girls Band, Police, The Who, The Undertone. Von Flensburg bis nach Konstanz runter haben mich Leute zur Rechenschaft gezogen. Die haben sich fremd geschämt für mich. Und es wurde zum Teil richtig aggressiv.
Und wenn das heute wäre, das würde ich nicht eine Sendung überleben. Ne? Der Satz German Television proudly presents. Ich habe gedacht, wir brauchen auch einen Satz, bei dem man sofort weiß, wir sind hier beim Rockpalast. Und habe das dem Albrecht zu seinem Leiden übergeben. Für Albrecht, das war immer ein Horror. Ja? Und der wollte diesen Satz im Grunde schnell vorbei haben. Ist ja ganz klar, kann man auch verstehen. Aber ich denke, wenn ich das gemacht hätte, das wäre langweilig gewesen, oder? Bin einer, der das richtig sagen kann. Es wäre einfach langweilig gewesen. Und ich habe gesagt, Albrecht, wenn du den Satz weglassen willst, lass ihn weg. Aber ich sage dir eins, ich möchte den Satz haben. Und solange du ihn sprichst, stehe ich 100% hinter dir. Das ist ein gutes Beispiel, wo Peter der Meinung war, nein, wenn alle das hassen, dann bleiben wir dabei. War so, dass von der vierten Rocknacht an, die der große Publikumsdurchbruch war, zum ersten Mal eine restlos ausverkaufte Grugerhalle, 10.000, die absolut erlaubte Kapazität der Grugerhalle, die wir dann reduziert haben auf 8.000, weil es einfach tierisch voll war. Und dann die Erfahrung, dass Leute Tickets kauften, noch bevor das Programm bekannt war, weil sie offenbar dachten, haben wir vielleicht noch nie gehört, aber wird wohl gut sein. Als wir die Karten kauften, da kannten wir gar nicht die Gruppen, die kamen. Ja. Da müssen wir uns halt überraschen lassen, weil immer neue Gruppen kommen. Ja, wenn das Licht ausgeht, ich kann heulen. Ich bin also emotional so aufgewühlt dann. Also das ist deswegen, ich bin eigentlich bisher immer hier gewesen und ich werde auch immer hier sein. Patti Smith ist 79, glaube ich, im Rockpalast gewesen. Und ich habe sie das erste Mal gesehen, als sie das erste Mal in Deutschland war. Die hat damals in München gespielt. Dann habe ich Peter gesagt, das musst du dir angucken einfach. Und wir haben Patti Smith in der Philipshalle in Düsseldorf zusammen gesehen. Ich war so beeindruckt, dass ich gesagt habe, die muss in die Grugerhalle. Smith war einfach ein Thema und wir waren ja auf der Höhe der Zeit, auch so was Stimmung anging, und da war Patti Smith war einfach eine Göttin zu der damaligen Zeit. Ich war sehr besorgt, kann man sagen, na, weil die Leute, die vorne dem Druck von 10.000 in der Halle ausgesetzt waren, fanden überhaupt gar keinen Halt. Die hatten nichts, woran sie sich festhalten konnten. Und somit waren dann von der darauffolgenden Rocknacht an immer Absperrgitter vor der Bühne. Ich bin ja froh, dass das ohne Unfall ausgegangen ist. Wahnsinn, ja, also wie das auch aus dem Ruder gelaufen ist. Patti Smith ist ja eine unglaubliche Persönlichkeit. Also die hat ja eine Aura, wenn die vor der Kamera tritt und die macht was, das strahlt einfach. Es ging um Unaustauschbares auch, ja, dass man etwas macht, wo sonst sich keiner mit traut oder wo sonst keiner draufkommt. Und das war ja ein ganz anderer Spirit. Das war ja im wahrsten Sinne des Wortes Punk.
Don't look at the monitor, then it doesn't matter how you... I can't help it, I'm just attracted to myself. I like to look in TV monitors, so as long as you put one in front of me, I'm gonna peek at it. Könnte I jemand told you. Bitte die Monitor wegdrehen? Oh no, he can leave it there. Die hat nix gesagt. Ja, und dann war mir ganz schnell klar, okay, die wird nichts sagen. Alan, I know it would be better to... Mir war klar, das ist einmalig, was hier passiert. Wenn ich jetzt zu Hause sitzen würde, würde ich das total spannend finden. Und das zu zeigen im Fernsehen, das kannst du nicht inszenieren. Das war total echt in dem Moment. Wir hatten keine andere Wahl. Ich meine, jetzt nicht nur, ja, es war eine Live-Sendung und wir hatten keine Beiträge oder sonst was vorproduziert. Wir hatten nichts anderes, was wir senden konnten. Und man hat, denke ich mir, eine ganze Menge über Patti Smith in diese paar Minuten erfahren. It's just that I don't know the answers. I've lost my mind in Essen tonight. Dann passierte eben halt, dass sie stoned, wie sie also deutlich war, also daneben Ellen stand und als das Interview zu Ende war, an die Stahltür ging und die Stahltür aufmachte und zuwarf und let me get on this fucking stage. Ne? Es gehörte alles dazu, das war Patti Smith. Patti and the band are already back here, as you probably heard, she was giving us a little private concert on the clarinet. And I've already asked if I can go out and kiss her like let the girls did on... So we'll get to that in a minute. Ich fand gut, dass man dazu gestanden hat und dass Peter auch sagte, das ist nun mal so. Ja? Wir arbeiten halt mit Musikern, die trinken manchmal oder die nehmen Drogen manchmal und es gibt solche Momente. Das wird es immer wieder geben. Cheers. Mein Partner rief mich an und sagte, hey, da wollen dich drei Leute aus Deutschland besuchen, die möchten, dass du in einer Show mit dem Namen Rockpalast auftrittst. Da gucken über 100 Millionen Menschen zu. Und ich sagte, okay, das hört sich gut an. Mitch Ryder war komplett unbekannt in Deutschland vorher. Der ist nur aufgetreten, weil Peter ihn irgendwann in Detroit gesehen hat. Mitch Ryder damals war angetreten, eigentlich um seine Karriere neu zu beginnen. Er hatte, glaube ich, 5 Jahre lang überhaupt nichts veröffentlicht. They told us, you're gonna headline dann the show. Sagten sie, du wirst der Hauptact sein. Und ich sagte, warum sollte ich der Headliner sein? Darauf sie, was fragst du? Es ist eine Ehre, der Headliner zu sein. Und ich sagte, okay, wann bin ich denn dann dran? Ja, so ungefähr um 2 Uhr morgens. Ich dachte mir, ihr könnt mich mal. Die anderen Bands wollen nur nicht so lange aufbleiben. Und dann erzählt ihr mir, ich werde Headliner. Ich war ziemlich sauer darüber. Von 11 Uhr bis nachts um 1:30 oder wann immer wir auftreten sollten, haben wir dann gesoffen. Und waren ziemlich voll. Und ich freue mich ganz besonders, jetzt begrüßen zu können, einen Rock'n'Roll-Sänger mit seiner Band aus Detroit. Wir begrüßen Mitch Ryder. Dann wollten sie auch noch, dass ich mein Interview gebe, bevor ich auf die Bühne gehe. Ich dachte, ihr Idioten, ihr seid wohl bei der Gewerkschaft und wollt noch früh nach Hause gehen. Okay, dachte ich, dann werde ich Spaß mit dem Interview haben. Eben weil sie mich den ganzen Tag haben warten lassen und weil sie respektlos zu mir waren. Warum sollte ich sie denn jetzt respektieren? I've only been hanging around all fucking night long, waiting to go on stage. Er meinte, er hat unheimlich viel Lust auf die Bühne. We got a bunch of We got a bunch of fucking zombies out there, right? Und er meinte, er kann ganz viel für das Publikum machen. I went out and made a fool of myself. Ich habe mich dann zum Affen gemacht. Alan Banks was the. Alan Banks war der Übersetzer. The host. Der sprach ein sehr gutes Deutsch für einen Engländer. For a Brit. Have you ever seen like two dogs fucking in the street? Tell me a bit about the club. Tell me about the club. Oh yeah. Eventually, if this rock palace continues, you will have nothing but absolute chaos and revolution on your hands. Und der Peter Rüschel stand vor uns da und dachte, oh Gott, das will ja Eurovisions Sendung, ja, mit
eine Band, die nie in Deutschland war. Und was reden die da? Ja, wir erfahren gar nichts über ihre Musik. Er will auch ein bisschen Chaos bringen und er will auch so ein bisschen Revolution auf die Bühne kommen. Das werden wir gleich in 20 Minuten ungefähr sehen. So finally. Endlich war das Interview zu Ende und alle dachten, heiliger Mist, der Typ ist verrückt. Und dann haben sie mich auf die Bühne geschickt und wir haben gerockt. And we kicked ass. Some folks got me to leave me, there's no fixing a room. And the rest to step on a knee. It's killing me. Now ain't nobody white can sing a bit. Als er anfing zu singen, hab ich sofort Gänsehaut bekommen. Und die Band spürte auch, ja, das ist toll, was er jetzt macht. Ich verstecke nichts auf der Bühne. Wenn man auf die Bühne geht, lässt man alle seine Probleme zurück. Weil das der sicherste Platz auf der Welt ist. Bei mir ist es sogar so, dass ich mich auf der Bühne so sicher fühle, dass ich meine dunkelsten Geheimnisse herauslasse. Wenn ich sauer bin, bin ich sauer. Wenn ich traurig bin, bin ich traurig. Ich kann da ich selber sein. Ich würde das nicht wild nennen. Ich würde sagen, ich bin da einfach frei. Bei dem Auftritt damals von Mitch Ryder, der war Schmerz dabei, so ein seelischer Schmerz. Und man hat dieses 1:1 gesehen und danach war für mich immer schwierig. Wir haben so viele Konzerte gemacht, die gut waren, aber die waren nicht so gut. Ich habe erst langsam begriffen, dass dieses Konzert von Mitch Ryder eins der besten Konzerte in den Rockpalastnächten überhaupt gewesen ist. Das hatte wirklich existenziellen Charakter. I really like to stay here all night. All night. Cars come past, are stuffed with light. Streetlights say a better heart of blue. Your brain seems bruised with numbness and pride. Still one place to go. At that time in the morning, als ich da morgens auf der Bühne stand, waren höchstens noch 4-5 Millionen Leute überhaupt fähig, gerade zu stehen. Und diese Leute wurden der harte Kern meiner Fanbase. Das waren alles junge Männer und Frauen, die heute noch zu meinen Konzerten kommen. Natürlich sind alle älter geworden, aber alle haben diese tollen Erinnerungen an meinen Auftritt. Ich habe diese rebellische Geste gezeigt und sie mochten das. Uns wurde gesagt, dass die Show eine große Chance für uns ist. Und das Coole bei mir und meinen beiden Kollegen ist, es kann nicht groß genug für uns sein. Und je größer die Herausforderung, desto mehr bläht sich Stings Brust auf und desto mehr brennt er die Hütte nieder. Ja, man sagte uns, das ist ein großes Ding. Brennt es ab. Das haben wir dann auch getan. Du gehst auf die Bühne und weißt, das Publikum gehört dir. Und du bist so aufgepumpt. Du hast ein so großes Ego, so viel Arroganz und so viel Ausstrahlung. Das braucht man, um auf die Bühne zu gehen. Und die Energie, die wir versprühen, macht die Leute glücklich.
Unsere Energie verteilt sich auf sie und deren Energie kommt auf uns zurück, auf diese kleine Bühne. Egal wie viele Leute es sind, sie fokussieren sich auf dich und das gibt unglaubliche Kraft. Im Rockpalast haben wir diese Improvisationen gemacht, sowie Jam-Sessions, die aber wieder auf einen klaren Song zurückkommen. Das hat ja da einige Momente gegeben, wo man gedacht hat, also Sting konnte auch das Telefonbuch singen, weil das Charisma, das von ihm ausging, so stark war. Und als dann 8000 Leute in der Krugerhalle zusammen mit ihm So Lonely sangen, das war einer dieser absoluten magischen Momente. Das Highlight ist ja nach wie vor ist ja ZZ Top. Jesus just left Chicago and is bound for New Orleans. Das sind so Bands gewesen, wo du gewusst hast, das im Format der Rocknacht, das passt wie Pott auf Deckel. Then he took a job right here in Essen, Germany. Right here. Everybody's still feeling fine. It was very exotic. Es war sehr abgefahren für uns. Dieser Ort Essen war uns völlig unbekannt. Aber dein Enthusiasmus war so einladend, dass wir nicht Nein sagen konnten. Unser Auftritt war sehr spät. Das war so ungewöhnlich. 4 Uhr morgens. Aber das war so eine große Sache für das ganze Land. Und Teil dieser Übertragung zu sein, das hat uns gefallen. War ja keineswegs gesagt, dass ZZ Top diesen Riesenerfolg haben würden, wie sie ihn dann gehabt haben. Das kann man ja nicht voraussehen. Und da kann man nur sagen, die finden wir aber sehr gut. Ich hatte ZZ Top praktisch routinemäßig für jede Rocknacht angefragt. Was manchmal schwierig war, ist zu den Zeiten, wo wir unsere Rocknächte geplant hatten, auch die Künstler hinzubekommen, also die Daten übereinander zu kriegen. Das war manchmal relativ schwierig. Vielleicht fragen Sie sich, ob es leicht oder schwierig ist, eine solche Gruppe auf die Bühne zu kriegen. Auf jeden Fall geht es nicht so, dass man einfach eine Konzertagentur anruft und schon ist es passiert. An den Who haben wir 7 Jahre lang gearbeitet. So lange sind wir schon in Kontakt mit ihnen. Was ich gut fand, war die Zeit, als man das Gefühl hatte, dass Rockpalast und die Bands, die dort aufgetreten sind, eins waren. Es ging nicht nur darum, wer spielt, sondern die spielen im Rockpalast.
Und dann gab es irgendwie diesen Punkt, wo jetzt ist es egal, wer da hinkommt. Das ist, ja, das, da passiert irgendwas. Und da fing das an für mich ein bisschen zu kippen. Wenn man es drastisch ausdrückt, kann man sagen, wir haben die Zeichen der Zeit nicht rechtzeitig erkannt. Man hat gemerkt, irgendwas muss passieren. Ja. Also alt war nichts, aber manches war vor der Zeit. Kid Creole zum Beispiel, total schade. Ja. War vor der Zeit, ja, super Show, richtig gut, aber die Leute waren anders drauf. Rockpalast muss Rockpalast bleiben, ne? Und nicht ein Whiskypalast, ne? Weil es ist ein Rockpalast und Rock, und unter Rock verstehe ich was anderes, als was da oben. Das ist Clubmusik vielleicht. Also die Rockpaläste, die früher waren, also da ging noch die Post ab, ne? Mit The Who und Grateful Dead und all den ganzen Kram, das war... Ich habe gestern eine Karte noch gekriegt, das ist noch nie da gewesen. Ja. Noch nie. Die Musikszene wusste nicht, wohin sie wollte. Das hat mit dem Rockpalast gar nichts so viel zu tun gehabt. Sondern es starb ja auch das Rockkonzert. Das war ja out. Das hatte auch damit zu tun, natürlich, dass MTV auch anfing, weil das eine Plattform für viele Bands, sich zu präsentieren. Und es hatte in der ARD, in allen dritten Programmen, das erste Videoprogramm gegeben, Formel 1. Und Formel 1 war sehr erfolgreich. Das war auch der Grund dann, weshalb ich dann irgendwann aufgehört habe. Die Zeit von dieser Form, von großem Fernsehen, das war vorbei. Ich denke, es gibt immer so einen richtigen Zeitpunkt, wo man aufhören sollte. Bei mir war das meistens dann so, dass jemand anderes die Entscheidung traf, dass es der richtige Zeitpunkt, dass ich aufhören sollte. Mit Alan Banks haben wir uns gestritten in dieser Woche, und zwar darüber, wie ein Interview gemacht werden sollte. Und offenbar ist das bei ihm so auf den Punkt gekommen, wo er meinte, die Klamotten hinschmeißen zu müssen, und dies 2 Tage vor unserer gemeinsamen Sendung. Deswegen seht ihr uns jetzt hier und irgendwie seid es Rock'n'Roll. Ich fand das immer schön, dass wir immer wieder diese Probleme miteinander hatten, aber immer wieder zusammengekommen sind. Später haben wir uns dann wieder, wir haben uns mal getroffen und uns ausgesprochen. Der hat dann später auch wieder moderiert, auch bei der Wiederaufnahme der Lorelei 1995. Weil also die Wertschätzung hatte ich nicht verloren, also, und er umgekehrt auch nicht. Willkommen zur 16. Rocknacht, wie immer live aus der Krugerhalle in Essen. Ich hoffe, ihr habt schon ein bisschen vorgeschlafen, denn Zeit zum Ausruhen gibt es so bald nicht. Die letzte Band wird so etwa gegen 4:30 morgen früh von der Bühne gehen. Das heißt, bis dahin ungefähr rund 5 Stunden Rock, Salsa und Popmusik. Die vorletzte Rocknacht, glaube ich, die war zuschauermäßig völlig Banane und also ganz, ganz weit unten. Und ich weiß nicht, was man da hätte tun können. Damals ist uns dann letztendlich auch die Entscheidung abgenommen worden. Das wurde dann einfach eingestellt. Die letzte Rocknacht, die danach dann noch folgte, war natürlich ein trauriges Unternehmen, kann man sagen. Also ich glaube, so traurig habe ich keine einzige Rocknacht erlebt wie diese. Leute, hör mal zu, ich muss... Ich hoffe, ich kriege es möglichst ohne irgendwelche Tränendrüsenangelegenheiten hin. Ich wollte etwas sagen zu einem Thema, was uns allen am Herzen liegt, nämlich, dass das heute die letzte Rockpalastnacht ist. Wir fühlten uns schon sehr, sehr geehrt, dass wir da eingeladen wurden. Das war großartig. Also da zu spielen, egal ob das das letzte war oder nicht. Wir möchten uns dafür bedanken für die Jahre Rockmusik, die wir für Rockpalast mitgekriegt haben. Also ich habe den Peter irgendwie da hinten irgendwo hinter den PA-Boxen gesehen. Und verdammt, ich dachte, ey, warum soll der Peter eigentlich nicht mitsingen? Komm mal mitsingen. Und dann hat er mitgesungen und das war natürlich klasse. Peter Röschel, ey! Dann holte mich Wolfgang Niedecken auf die Bühne und wir haben zusammen den Refrain von Verdammt lang her gesungen. Na, das war also schon hart an der Schmerzgrenze. Danach war ja erstmal Funkstille. Thank you.
Also so in meinem Hinterkopf ist Rockpalast schon irgendwie auch sowas halt so, ja. Ich habe schon als so etwas wahrgenommen, was ein bisschen antiquiert ist so. Was so ein Label ist, was so ein Name ist, der irgendwie cool ist. Und ich wusste auch gar nicht, dass es das noch gibt, ehrlich gesagt. Ich habe schon seit längerem keinen Fernseher mehr. Ich dachte, dass das so irgendwann eingestellt worden wäre. Der Rockpalast war mal irgendwann weg und dann hieß dieses Zwischenvehikel ja Rocklife. Hatte einen anderen Vorspann, eine andere Musik. Aber dann kehrte der Rockpalast zurück. Dann einfach mal irgendwas drehen. Faktisch war zu dem Punkt, als ich eingetreten bin in diesen Rockpalast, der Rockpalast, ja, ich habe ein Ding übernommen, was streng genommen gar nicht mehr so richtig existierte. Schön close. Als ich dann übernommen habe, 2003 im April, gab es die erste Folge Rockpalast Crossroads. 3 Tage, 2 Gruppen und das ging dann weiter. 2 Staffeln pro Jahr bis heute. Und das ist die einzige Form des großen Rockpalasts, in diesem Sinne so, wir machen selbst was, die noch besteht. Ansonsten sind wir nur Gäste irgendwo. Und das ist natürlich, eine Crossroads-Reihe, ist überhaupt nicht zu vergleichen mit der Guggerhalle. Außer, dass es eine sehr enge Begegnung mit den Musikern gibt. Bitte! Yeah! Thanks for having us, man. It was a great show. It was packed, wasn't it? It was so much fun, man. Wir machen da ein kleines Ding, was sich über die Jahre musikalisch ein bisschen entwickelt hat, aber feststeht, ja, da kommen nur die Gruppen hin, die wir gemeinsam wollen. Und der ist mir vollkommen egal, wenn mir die Musik gefällt, juckt mich überhaupt nicht, ob die Gruppe bekannt oder unbekannt ist. Und man lässt uns das machen, das ist ein absoluter Freiraum. Deshalb ist das eine Insel. Wir waren uns alle sofort einig, dass wir Rockpalast machen, einfach wegen dem Namen und weil, glaube ich, halt jeder irgendwie so seine eigenen Erfahrungen mit dem Format gemacht hat. Und wir wollten da halt auch dazugehören. Das ist eine Institution halt und ich meine, wir sind auch eine Band mit Rockinstrumentierung. Wir spielen ja auch Rockmusik. Das ist auch sowas, wo ich irgendwie dann meiner Oma zeigen kann, nimmt dann ernst, dass ich Musiker bin. Meine Oma hat's auch geguckt. Rückmeldungen bekommen von Leuten, die uns dann irgendwie geschrieben haben, so, ich habe gerade zufällig das gesehen, total cool und sowas, also das ist ja dann auch nett. Ich denke, man sollte schon einfach alle Kanäle nutzen, die es gibt, auch wenn das mit dem Rockpalast nicht mehr so viele erreicht werden wie in den 80ern. Die Kombination von Bild und Ton ist ja nicht aus der Zeit gefallen oder ist ja nicht unmodern geworden, das findet bloß in anderen Kanälen statt. Und man kann ja zum Beispiel unsere Rockpalast-Sache auch im Internet nachschauen, also und immer abrufen. Die wahre Größe des Rockpalasts war in dieser Pionierzeit. Ich habe diese Fußstapfen immer ernst genommen. Das war das Abenteuer, ne? Ausgang ungewiss. Und so wie ich hier alleine sitze in meiner Wohnung, Teil zu sein von der Erinnerung so vieler Menschen, muss man sich vergegenwärtigen. Ist für mich absolut nicht selbstverständlich. Der Countdown läuft.